Herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space. Eins. Du sagst so gerne zwei. Du bist mir im Weg. Ja, ich sag dir zwei so gerne. Ich mag die so. Ja. Was wollten wir eigentlich machen? Ah ja, wir haben gespeichert, wir haben ja alles eingesammelt. Ja, ich weiß es aber. Monorail anfordern. Bitte reparieren. Das war noch nicht, was eine Monorail ist. Das ist wahrscheinlich irgendwas, mit dem man durch die Raumstation fährt. Du bist so verdeckt, das finde ich nicht gut, weil dann bin ich nur allein im Bild. Das kann ich nicht. Ich fand das eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde das scheiße. Öffnen. Was für eine Frage. Wir öffnen jede Tür. Frachtkorridor. Ups. Du sollst auf den auftreten, nicht daneben. Die Idee ist auch echt scheiße. Wer das mit dem Treten sich ausgedacht hat, gehört getreten, ehrlich gesagt. Es ist atmosphärisch der Overkill. Geöffnet. Öffne dich. Da hängt was fest. Merkwürdig. War ich auf Geräusche? Hast du jetzt Angst? Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte es sein. Ja, zerstückeln Sie sie. Was hast du vor? Ich wusste gar nicht, dass jetzt die Gegner kommen. Danke für die Info, also für die Vorwarnung. Das beruhigt mich. Also wenn ich anvisiere, dann geht meine Mausgeschwindigkeit einfach mal auf die minimalste Möglichkeit zurück, habe ich das Gefühl. Kann man das irgendwie ändern? Ich glaube nicht. Das finde ich aber nervig. Ich möchte nicht jedes Mal auf meiner Maus die Mausgeschwindigkeit ändern, nur weil das Spiel so dumm ist und... dann habe ich jetzt die Mausgeschwindigkeit halt auf... die höchste Stufe gestellt. Das Ding ist zu groß. Also clever. Geld! Ich hoffe, das willst du beim Football abgeben. Klang sehr nach. Ich weiß. Was, da leuchtet was? Oh mein Gott! Wir haben was gekriegt. Warum guckst du es dir so lange an? Hä? Zielmodus? Schießen? Und was soll das sein? Stase-Packs? Jetzt, warte mal. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgerufen hast. Man muss C drücken. Das finde ich umständlich. Willst du damit auf die Tür? Das ist eine Stase-Station. Ah, und warte. Dadurch wird es verlangsamt und deswegen könntest du jetzt durch. Ja. Jasmik. Ich glaube, das ist meine Stase-Anzeige da auf Rücken. Das kann auch sein. Na, das ist zu einfach, wenn das in dem Gang liegt. Na gut. Haben wir keine Viecher. Ich glaube auch, wir haben irgendwas verpasst, als wir vorhin einfach durch die Tür gegangen sind und nicht vorher noch links abgebogen und dann rechts abgebogen sind. Wir kümmern uns. Ach. Achso, annehmen. Ja. So, rechts oder links? Da sind Toiletten. Musst du? Oh, Schaden jetzt? Schaden kann's nicht. Ja, eher lieber. Oh. Ja, was war das denn? Ich sehe nichts mehr. Dunkel. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich sehe so wenig. Danke. Ich habe eben so wenig gesehen, dass ich überhaupt nicht mehr durchgeblickt habe. Plasma-Energie. Hä? Ich guck mir gar nicht an, was das ist. Ich sammle es einfach ein. Das ist dieser typische.
dieser typische Sammlertrieb, den der Spieler entwickelt. Medipack! Du suchst deine Haut? Ja, weil diese Viecher knabbern dir die Haut an. Ja, ist halt nicht eklig. Da liegt was. Jog, 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 jog. Ich weiß noch nicht genau, was dir das Geld bringen soll, oder was? Ich speichere jetzt einfach nochmal. Weil es kann. Weißt du? Und weil, wenn ich jetzt sterbe, was bei meinem hervorragenden Shooter-Skill natürlich völlig unwahrscheinlich ist, wenn ich dann sterbe, passiert nichts Schlimmes. Das ist eine Werkstatt. Eine Monorail-Werkstatt. Es gibt hier auch so eine Art Boss-Gegner, hab ich gehört. Das sieht doch stark nach so einem Boss-Gegner aus. Dein Stasemodul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Jetzt schon. Es gibt ja mehrere Boss-Gegner. Das ist so. Kennst du das von früher nicht? So diese Level-Boss-Gegner? Ja, kenn ich ja, aber. Ich finde das auch fürs erste Level ein bisschen. Kralle gelöst. Und was soll ich jetzt tun? Zugucken? Die Kralle repariert das jetzt. Die Kralle! Schildfunktion! Halte Kralle manuell anbringen, um Reparatur zu beginnen. Mehr. Wupp. Das ist nur so tolle Geräusche hier. Das ist eklig. Es leuchtet. Na gut. Roll die arme Leiche nicht durch die Gegend. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Ich wollte eigentlich springen. Oder kann ich da jetzt... Nö, ist mir jetzt nicht ganz klar, was ich machen muss. Ja, du musst das andere manuell machen. Ja, da müsste ich doch aber darunter gehen, ja, oder nicht? Ja, auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, was passiert denn, wenn du da auf das Schild guckst? Ach so, das ist auch noch ein Schild. Aktiviert! Das war... Na? Ich habe jetzt damit gerechnet, dass jetzt gleich irgendwas Böses passiert. Nee, das reicht noch nicht. Jetzt verlangsamen. Zu spät. Damn it. Warte, warte. Ja, und dann? Weiß ich nicht. Ha. Du bist schlau. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Bitte warten. Jetzt komm doch! Wo denn? Ethan, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, das habe ich auch gerade gehört. Deswegen dachte ich ja, hier wären Gegner. Da! Okay, nein. Aber er lebt noch. Ja. Ich hab schon wieder kaum noch Schuss. Waggonersetzung abgeschlossen. Kann ich jetzt gehen? Weiß ich nicht. Ah. Munition, das ist immer. Also diese Geräusche haben sie echt gut hingekriegt. Das muss ich ihnen jetzt doch mal lassen. Wo denn?
müssen wir überhaupt hin? Wo soll ich denn? Oh, jetzt kommt diese geile Map. Guck dir die an. Ist nicht toll. Man sieht überhaupt nichts. Warte, es gab doch noch diese andere Option. Wie ging das nochmal? Ach nee, das ist das Journal B, ne? Guck das. Drück mal auf X. Statt auf C. Oh, die Kultur, die haben wir gar nicht gesehen. Oh, Kacke, der ist nicht zu beschädigen. Hä? Zieh das Drecksviecher. Ich hätte doch die ganze Zeit schon auf den Arm geschossen. Na egal. Munition. Wie jetzt? Du nicht? Jetzt bin ich empört. Wahnsinn, ganze 8 Schuss. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Okay. Was es hier überall für Geräusche gibt aus dem Schiff. So, jetzt können wir ja mal hier... Sie hat... Stop! Das war ich. Irgendwie habe ich jetzt... ein bisschen erschrocken. Ja, ein bisschen habe ich mich auch erschrocken. Aber eigentlich habe ich damit halb gerechnet, deswegen habe ich auch gleich zugeschlagen. Es gibt hier alle Nase lang Speicherpunkte. Das ist schön. Da, super entspannt. Wenn ich sterbe, kann ich einfach über... Oh, muss ja. Nee, doch nicht mehr. Ich sollte mal hingucken, was ich da eigentlich aufhebe. Das war nett. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen einbleiben. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Na gut. Isaac, wir brauchen noch die Platine für den Monorail-Computer. Sie ist im Wartungssektor. Ja, das ist toll. Klingt so, als würde ich das unbedingt tun wollen. Isaac? Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Doch, gar nicht dunkel hier. Gar nicht dunkel. Ah, da. Ich hab schon gefragt, wo bleibt. Na gut. Meine Augen fangen an zu treten. Ach, einfach zu lang gespielt. Nö, hab ich ja gar nicht gesagt. Na, hast du Munition? Nein. Du hast eine Munition? Nee, das Geld. Wahnsinn. Ah! Ah, wie viele sind denn das? Einer hässlicher als. Plasma-Energie ist keine Munition, oder? Ich bin verunsichert. Ich weiß es nicht. Was schießt du denn? Keine Ahnung. Mit Energie? Energie! Plasma-Energie? Hält doch schon wieder ein. Ist er? Nee, das ist eine andere. Kommen halt immer wieder welche.
Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Beeil mich einfach. Ob ich jetzt muss oder nicht. Also diese Scheiße mit dem Getrete. Emergency Supplies. Ach so, das kann man öffnen. Tja. Hätte mir mal früher einer sagen müssen. Nein. Guck, was mit den Schatten ist auch sehr praktisch. Man weiß immer, wenn einer kommt. Bist du? Das ist drin. Ich möchte da rein. Na gut. So weiter. Noch. Ach, der steht doch nicht wieder auf. Achso, nee, das ist der Typ, den wir schon abgeschossen haben. Wir sind mal reingekommen. Wo muss ich jetzt hin? Und der Kopfstaste. Ach ja, B. Da. Ja, ist ja auch, die Tür ist ja offen, das stimmt ja. Ich lasse mich immer irritieren. So kann man nicht gleichen, ey. Lass mich immer irritieren durch diese roten Schriftzug. Nur zugelassene Kranführer. Wir sind zugelassene Kranführer. Ja, natürlich. Wir können alles. Krane steuern. Kräne, nicht Krane. Kräne. Kranich. Kann auch Kraniche steuern. Kein Gedanke, so Kraniche basteln. Ja. Nicht Ruhe, nicht Ruhe. Damn. Du wirst immer besser im Stand. Ja, ich weiß. Inzwischen kann ich auch richtig zielen. Guck mal, Medikit. Oder nicht? Ja. Ach, da kann man sich ja jetzt Zeit lassen zum Zielen. Du hast nichts fallen lassen, ich bin empört. Vielleicht hinterlässt der wieder was. Ja, fände ich nett. Also. Ja. Ein Textlog. Ist das jetzt Pat? Oh, das muss ich jetzt so lesen? Oh, hätte ich so mal vor. USG Ishimura. Abteilung für Raumfahrttechnik. Rechnung für Shuttle-Reparatur. Zweiter Auftragstag. Defekter vorderer Gyroantrieb von Schiff USG ESHS03 wurde ersetzt und ist funktionsbereit. Ist jetzt funktionsbereit. Ich hab's doch gesagt. Dritter Auftragstag. Reparaturen an fehlerhaften 4D-Scorp von Schiff Bla noch nicht abgeschlossen. Vierter Auftragstag. Beschädigte Landerepulsoren von Schiff Bla wurden vollständig ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Warum lesen wir das? Das ist alles nur das Gleiche. Ich weiß nicht, kann man da noch irgendwie scrollen? Ah ja, doch, da war da. Beschädigter Blub, bla bla. Beschädigte Ansichtsfenster vorne. Beschädigter Boosterring von Schiff wurde repariert und ist jetzt funktionsbereit. Zuständig. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum das hier überhaupt steht. Notice. This is a static-free book. Warum machen wir? Ich hab's jetzt auch nicht static. Was hat das eigentlich für eine Logik, dass die Viecher nur sterben, wenn man die Gliedmaßen anzieht? Ich weiß es nicht. Es soll vielleicht einfach fördern, dass man genauer zielt, verstehst du? Bist du sicher, dass du da rein musst? Du kommst da gerade raus. Ich kann gerade nicht drücken. Ich muss jetzt zurück, ich hab was geholt. Einfach weil ich nochmal ganz oft reinschießen und die wenige Munition, die wir haben. Ich muss da nach rechts. Zu der verschlossenen Tür. Ja, so. Oh, da war was, da war was. Ja, schon wieder Geräusche. Irgendwo rechts, da war noch irgendwie was, oder? Das ist nicht rechts, Kind. Das war eben rechts. Ja. Komm ich noch mehr? Shit. Du hättest dich mal verletzen lassen, ne? Hätte ich mal. Benutzen Sie
Eine Werkbank! Ihr RIG-Upgrade. Das ist wahrscheinlich das Ding, mit dem wir die immer zerschneiden. Mal gucken, was man machen kann. Wo ist denn meine Maus? Ach so, ich habe keine Maus in diesem Spiel, weil es ein dämliches Konsolending ist. Plasmakarte. Schaden oder Kapazität? Schaden, oder? Schaden. Du wirkst gelangweilt. Nein, Entschuldigung, ich bist nur einfach müde. Ich habe gerade versucht, dadurch zu wirken, was der Plasmakarte gut sein soll. Wobei es Sinn macht, dass es die Waffe ist. Knotenreserven sind leer, Ausführung nicht möglich. Kann man hier irgendwas machen? Luft. Ne, ja, das ist das hinten, was du da dran hast. Ja, da, ach ja. Da kann ich, ach ja, cool, da kann ich mehr Trefferpunkte einstecken. Das müssen wir mal dann machen. Ich bin immer ein Fan davon, dass ich ganz viel aushalte. Jo. Aber jetzt haben wir erstmal seinen Cutter verbessert, macht er mehr Schaden. Kann ich Schaden. Soll aber schaden. Na? Ich möchte die Medikisekt mitnehmen. Andererseits, wozu? Wenn ich es nicht brauche. Genau, Isaac. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setze sie in den Prozessor ein. Und das Monorail ist nun online. Ich war gerade irritiert. Nee, von seinem Kopf. Wieso? Der war so im Weg und ich dachte in dem Moment, weil ich bin ja so ein First-Person-Spieler, ich habe gerade einfach vergessen, dass er in der Third-Person-Perspektive ist für den. Ach so, sein Kopf, okay, ja. Deswegen war ich von seinem Kopf verwirrt. Wo müssen wir hin? Ja, war richtig. Zack! So! Ja, Kopf ist nicht so richtig in. Nee, eigentlich nicht. Finde ich schade. Ich finde, zuhauen sollte auch mal was bringen. Da. Öffne dich. Und öffne dich. Na? Na? Ich weiß gar nicht, was jetzt alles noch Schlimmes passieren soll. Also, wir kümmern uns jetzt gerade darum, dass wir hier wegkommen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind schon total weit fortgeschritten. Was keinen Sinn macht, weil das Spiel muss doch irgendwie länger dauern. Sollte eigentlich. Als eine halbe Stunde. Der wird gar nicht hinter uns, kannst du. Ja, die werden wahrscheinlich. Ah! Stirb! Das kann man keine Ahnung. Wie, der ist jetzt immer noch nicht tot? Ich hab vergessen, dass hier. Ich schieß nochmal drauf. Hast du die Würmer gesehen, die aus seinem Bein kamen? Das ist ja nicht so eklig. Ich bin nicht eklig, das Spiel ist eklig. Wenn die das machen, ich kommentiere das noch. Da liegen Medikits. Medikits sind schon. Du bist doch gerade gebissen worden. Warum bist du nicht verwundet? Ich war verwundet, ich habe mich einfach schon geheilt, weil ich habe ja eh so viele Medikits, da kann ich mir auch heilen. Trotzdem sind sie froh, dass es dein Mutter noch weiß. Ja, hab ich doch getan. Hier ist es mir zu dunkel, ich will doch nicht. Achso, das ist dieser Safe Point. Schön, hier speichert. Schön, oder? Ja, finde ich schön, hier speichert. Was? Du hast mich Hure genannt! Das gibt Krieg! Den fechten wir aber erst bei der nächsten Runde aus. Weil jetzt waren wir erstmal wieder Boys hier. Okay. Und gucken Buffy. Ja. Ich sterbe Buffy. Ist gerade 70. Bis dann. Bis dann.